Ja Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Heute sind wir bei der ZEG und wir haben was richtig, richtig Geiles geplant. Die Leute wissen hier noch überhaupt nicht, was abgehen wird. Ich habe das Pitbike dabei und wir werden hier was abholen. Aber natürlich nicht normal, das wäre zu einfach, zu langweilig, sondern auf eine besondere Art und Weise. Man könnte sagen, auf die Boss-Art und Weise, oder? Kann man das so sagen? Ja? Das ist doch gut, ne? Deswegen labern wir nicht lang. Wir legen jetzt los. Ich hoffe, ich kriege das Ding hier an. Und dann wird gleich die Hölle auf Erden da drin los sein, Freunde. Ich freue mich. Jo, Karl, was geht, Digga? Alles gut? Ja, neues Fahrrad. Schickes Teil. Jetzt ist es endlich soweit. Schickes Gerät. So, Freunde, den Helm brauche ich jetzt nicht mehr. Hier ist es. Und zwar, du weißt mehr über Bulls Bikes als ich. Was haben wir hier? Wir haben, ich kann es schon lesen, ein E-Rush Evo. Vor allem die Farbe. Leute, schaut euch das mal an. Wie geil ist das denn? Das passt ja wie die Faust aufs Auge. David Post. Das ist, oder? David Post Edition. Mega geil. Aber wie funktioniert das Ding? Ich muss das jetzt mal hier rüber hieven. Also, eigentlich funktioniert es ganz einfach. Du hast hier oben einen Anschalter. Ja, ja. Drückst einmal drauf. Geht's an. Aha. Hier kannst du auf dem Screen ganz modern. Also, welche Leistung ich haben will. Jetzt hast du hier Vollgas. Ist die maximale Stufe. Ja. Okay. Und jetzt ready to rumble, oder wie? Wie schalte ich hier? Also, das ist Bremse. Nee, das ist Schaltung. Ja, was? Quatsch, laberst doch Mist. Das ist Bremse. Ich will mich hier wieder verarschen, das kann nicht sein. Hier, das ist Schaltung. Das ist Schaltung. Du hast vorne nur ein Ritzel, deswegen warst du auch da. Dann den Dropper Post, das für ein Sessel. Da verstellt sich der Sattel, oder wie? Drück mal runter. Ach, Quatsch. Und jetzt, wenn du drauf drückst, geht's wieder hoch. Wie geil ist das denn? Okay, und hier Schaltung, hier schalte ich hoch, da runter? Ja. Okay. Und sonst musst du eigentlich nur Gas geben. Nur Gas geben? Also mit deinen Füßen. Mit meinen Füßen? Okay, ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich bin ja normal gewöhnt, hier mit dem Gas zu geben, mit dem Gasgriff. Sollen wir eine Runde brettern? Oder? Ich bin ready. Du im Wheelie, durchs Lager, ich fahre dir hinterher und dann gibt's für euch jetzt da draußen noch einen kleinen Bike-Porn, oder? Ja. Ja? Safe, also 3 zu 1. Let's fucking go! We'll be right back.
So, Freunde, boah, ich bin ganz aus der Puste. Fahrrad ist auf jeden Fall abgeholt. Danke nochmal an dich. Wir müssen jetzt eigentlich noch Wheelies lernen, oder? Ich nicht, du. Stimmt, du musst mir das beibringen. Ich kann nämlich mit dem Fahrrad überhaupt keine Wheelies. Ich habe das schon ein bisschen probiert, aber es ist halt was ganz anderes als mit dem Motorrad. Aber dafür haben wir Karl. Auf jeden Fall dickes Dankeschön da an Bulls, ja, muss man sagen. Wir haben jetzt sogar ein eigenes Team, und zwar Bulls Extreme. Bulls Extreme. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall jetzt vorbeischauen. Und ich will einen Abo-Hagel, oder? Brauchen wir eigentlich einen Abo-Hagel? Ja. Wir brauchen einen richtigen Abo-Hagel. Da wird Content von uns, von Karl, von Annika, Sören, also wirklich richtig, richtig geiler Stuff wird da folgen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ja, was machen wir denn jetzt? Sollen wir noch eine Runde fahren? Ja. Auf hier durch Köln, oder? Das wäre cool. Wäre doch geil. Die Dinger gehen so krass ab, Freunde. Die haben Leistung ohne Ende. Dann würde ich sagen, let's go. Ich habe hier die Stufe noch auf 4. 4 von 4. Der Akku ist noch fast voll. Also es könnte nicht besser sein. Nee. Let's go? Let's go. So, Freunde, und natürlich nicht vergessen, wie immer, genießt die restlichen Tage und das Allerwichtigste, geht steil!